Ja, hallo, herzlich willkommen aus Danisgarten. Ja, was tut sich? Es ist noch früh am Morgen, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich habe mein Handy nicht dabei, ist auch unwichtig. Es ist aber sehr früh, mir ist ein bisschen frisch. Und ja, die hier alle wollen raus. Und ja, ich habe mal gesagt, ich dachte, das wäre ein Gorgel. Der Nachbar hat gesagt, das ist ein Mädchen. Wir warten ab, Punkt und Name vergeben. Ob das wirklich auch ein Mädchen ist oder ein Hahn, weiß ich noch nicht. Wird sich aber herausstellen. Auf jeden Fall sind es viele Mädchen, darüber bin ich glücklich. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was noch weiter passiert, bleibt einfach dran. Ja, ich gehe zur Friseurin. Schaut mich an, wie ich ausschaue. Lang. Nicht mehr schön. Jetzt gehe ich zur Friseurin und lass mir die Haare schneiden. So, jetzt geht's den Haaren an den Kragen. Meine Nachbarin ist eine ganz liebe. Und schaut, das sieht super aus. Meine Nachbarin, kannst du noch ein Seppel? Die wäre schön. So, ich bin mit meiner Frisur zufrieden. Wieder kurz, wie ich es gerne hätte. Und bevor mir jemand schreibt und sagt, warum färbe ich mir die Haare nicht und so. Ich habe mir früher die Haare gerne gefärbt. Und dann habe ich vor ein paar Jahren bei einer Bekannten erlebt, sie ist im Spital gelegen, längere Wochen, also mehrere Wochen, ich glaube sogar 3-4 Monate. Das war sowas von schier. Sie hatte so wie ich, also schöne Haare. War auch dunkelhaarige und da sind die Weißen danach gekommen. Gewachsen und da, weil sie im Spital gelegen ist, hat das so schier ausgeschaut, so ungepflegt irgendwie. Auch wenn sie die Haare gewaschen gehabt hat, also das war wirklich nicht schön anzusehen. Und vor 2 Jahren habe ich entschieden, dass ich mir die Haare nicht mehr färbe, habe gedacht, naja, wegen dieser Lage und Situation, was gerade ist, kann ja sein, kann passieren, muss ja nicht sein, aber es kann passieren. Und da ist mir lieber, ich bleibe so wie ich bin, Natur, als dass ich dann wirklich ganz bunt bin, gefärbte Haare unten und oben kommen meine schwarzen und grauen raus. Das schaut wirklich nicht schön aus. Was spricht gegen Naturhaare? Nichts. Ich bin nun mal grau, das ist der Lauf der Natur. Und wenn meine Glatze bevor er steht, ja, dann soll es so sein. Was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Ich werde mir jetzt nicht irgendwelche Perücken kaufen, nur um gut auszusehen. Ich sage immer wieder, die inneren Werte zählen, nicht das Aussehen. Wie geht der Spruch? Außen ui, innen pfui. Das ist die Gans vom Nachbarn. Die pfaucht mich gerade an. Hat aber einen komplett roten Schnabel. Wie immer wissen die Hühner, dass es Leckerli gibt. Ein paar Suppennudeln und Mais. Ja, Bibi. Ja, mein Süßer. Und die warten schon, wie die Geier. Die wissen, ach, da kommt noch eine angelaufen. Da ist ein Schweinchen. Ja, lasst ihr mich da mal rein. Lasst ihr mich da mal rein. Ihr seid ja schlimm. Ich gebe euch was, damit ihr Frieden gibt. Und die Nudeln sind... Ja. Das ist ein Gewusel. Ja, du bist von mir, bitteschön. Ja, ihr seid ja schlimm. Ihr seid schlimm. Stopp, 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 stopp. Ich schmeiß euch was hin. Ja, die Katze. Geh mal rein. Ja, was ist passiert? Tja, mein Mann, ich muss ja lachen. Ich glaube daran nicht mehr und Entschuldigung, meine persönliche Meinung, ich glaube nicht daran, aber okay, mein Mann hat sich diesen Rotz eingefangen. Im Büro hat Kollegen um sich herum, die müssen sich sowieso immer jeden Tag testen. Die nicht geimpften, sagen wir mal so, müssen sich täglich testen lassen. Und es war auch alles okay. Und weil er ja
in der Arbeit war und die Kollegen ja alle geimpft sind, haben sich die anderen nicht testen lassen. Naja, ist ja gut. Jeder, wie er denkt. Am Donnerstag hat sich mein Mann testen lassen, weil er nach Hause gekommen ist. Wann hast du das gesehen? Am Freitag in der Früh? Und am Freitag in der Früh die Nachricht positiv. Mein Mann gleich einmal einen Schock darauf, hat gleich einmal Durchfall gehabt. Ich muss lachen. Hat Durchfall gehabt, kommt raus und sagt, ich bin positiv, sag ich. Schatz, bitte, mach dich nicht fertig. Da bin ich hysterisch geworden, habe mit ihm schimpfen müssen und gesagt, beruhig dich, es ist nichts. Naja, er hat sich dann beruhigt. Okay, auf jeden Fall. Er hat sich halt fertig gemacht und ja, was ist passiert? Gar nichts. Gestern Abend hat mein Mann noch gekocht. Jetzt wird er mir gleich was zum Mittag herrichten. Er kann das besser. Ich habe keine Geduld für Palatschinken, weil sobald mir die erste Palatschinke reißt, was bei mir immer passiert, dann haue ich alles weg und höre damit auf. Aber meinem Mann geht's gut und dann hat er mit ein paar Verwandte telefoniert und ja, passt auf und hin und her. Aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube nicht daran. Er war am Donnerstag schon positiv, wir haben heute Samstag. Ich spüre gar nichts davon. Das Einzige ist ein bisschen kalt, weil ich habe meinen Pelz reduziert. Aber sonst geht es mir gut. Meinem Mann geht es ja auch gut. Jetzt lacht er so nebenbei und streichelt die Katze. Aber ansonsten, was ich sagen will, ich kriege das den Scheiß nicht. Da bin ich mir sicher. Sag mal so. Kannst du auch sagen, ich habe jetzt einen Wohnzimmertest gemacht. Du hast einen gemacht. Ja, ja. Also mein Mann hat auch einen Wohnzimmertest gemacht, ja. jetzt gerade vor vielleicht 5 Minuten. Negativ, also nichts. Aber wir sind viel in der Natur, viel in der frischen Luft. Gestern hat die Sonne so schön gescheint, war richtig, richtig kräftig. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, komm, setz dich daher auf die Terrasse, in die Sonne. Er hat das auch gemacht, hat sich in die Sonne gesetzt und gesagt, ach, das ist so schön. Und die Sonne hat wirklich richtig Kraft. Aber ansonsten, uns geht es wirklich gut. Und macht euch nicht fertig. Ja, es gibt Leute, die sprechen drauf an, empfinden was oder sonst was. Aber macht euch nicht fertig, bleibt standhaft, geht euren ganz normalen Weg, macht alles normal weiter. Denn ich denke oft, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, kann schon sein, dass der Körper da auch sagt, okay, mir geht's nicht gut. Also uns geht's gut. Und mein Mann lacht im Hintergrund nur. Der bringt mich immer wieder zum Lachen, weil er sich eigentlich fertig gemacht hat. Und ja, jetzt bleibt er halt, jetzt muss er halt eine Woche da bleiben, was ganze, meine ganzen Pläne durcheinander wirft, weil ich habe für, wann habe ich gesagt? Ende März brauche ich dich eine Woche zu Hause. Weil da brauche ich ein bisschen Hilfe von meinem Mann, aber ja, jetzt ist er halt da, verschiebe ich halt alles ein bisschen um. Und 2, 3 Wochen nach vorn mache ich nächste Woche und ist nicht so schlimm. Aber ich finde es halt lustig, dass wie die Leute darauf reagieren und dann hat er gleich den Kindern Bescheid gegeben und allen, ja, ich bin positiv und das Einzige, was ich gesagt habe, Schatz, mach dich bitte nicht fertig. Und bitte, wenn das wirklich so ist, von Donnerstag heute Samstag müsste ich ja auch schon was spüren. Aber ich spüre gar nichts. Außer Hunger, ich habe Hunger, ja, das spüre ich. Meine Küken dürfen jetzt mehr, haben jetzt mehr Freilauf. Ich habe den mobilen Zaun aufgesetzt. Die Gänse sind getrennt von den Küken. So kommt es nicht zu Problemen oder zu Ärger. Wobei der Ganter sehr aggressiv reagiert hat vorhin. Eine richtige Rasselbande. Vorne scheint die Sonne und die sind alle hier im Schatten.
Die Gänse sind etwas frustriert. Sie können jetzt nicht mehr herkommen, aber die Küken haben jetzt viel, viel mehr Auslauf. Ich muss nur aufpassen, dass kein Küken durch den Zaun schlüpft zu den Gänsen, weil das wäre dann ein Desaster. Ich muss die Blumentöpfe dort weggeben unten, denn die suchen Sand, bevor sie sich verletzen. Na, ist das nicht herzig? Dort wächst irgendwas, muss ich schauen, was es ist. Ich glaube, das ist eine Blume. Die Gänse haben diesen Bereich bis nach hinten zum Feld. Und die Küken sind kleiner, haben diesen Bereich bis zur Straße. Und weil es hier am wärmsten ist, haben sich alle hier versammelt und scharen im Sand. Ich hoffe, dass man den Vogel gehört hat, jetzt zwitschern. Ich muss euch unbedingt ein paar Blumen zeigen, die gibt es sonst nirgends, die habe nur ich. Die Blumen wachsen und gedeihen nur bei mir und das zeige ich euch gleich. Ich mache es etwas interessanter. Wollt ihr in meinem Blumentopf sehen, was drinnen wächst? Die seltensten Blumen, die es auf Erden gibt. Na, sind die nicht süß? Total mieses Wetter. Meine Küken waren zweimal draußen. Einmal für 10 Minuten gleich in der Früh. Die sind aber gleich wieder reingelaufen, wollten nicht, weil es so kalt war. Dann waren sie vorhin für eine halbe Stunde draußen. Und da wollten sie auch nicht wirklich, weil es so kalt war und windig. Und ja, da habe ich die Küken gewühlt. Die haben auch alle Regenwürmer gekriegt. Ja, mein Mini hat am Wochenende eine Schönheits-OP gekriegt. Sein Schnabel wurde zurechtgekürzt. Und es kann viel besser fressen. Grupf ist auch mehr gefüllt als sonst, aber denen ist kalt. Aber sie wollten rausgehen. Deswegen habe ich sie rausgesetzt an die frische Luft. Und ja, bis auf Mini sind alle wild durch die Gegend. Mini ist noch in der Sonne. Mini ist noch etwas frisch, aber es geht schon. Halb so schlimm. Die Katze ist oben, die geht aber nicht mehr an die Küken. Wobei Mini und Sisi, weiß ich nicht, da bin ich noch immer auf der Hut und pass auf. Wobei Sisi sehe ich gar nicht. Hat sich wahrscheinlich irgendwo hinter einem Kübel versteckt und schart und Pixi verrückt. Aber auch Mini läuft den anderen nach. Mini war eigentlich mein Sorgenkind, weil der untere Teil vom Schnabel zu lang war. Und ja, am Sonntag, als mir der Nachbar Weizen gebracht hat, ich habe ja gesagt, vorige Woche, ich brauche wieder mal Weizen. Da hat er sich das Kleine angeschaut und gesagt, was ist mit dem los, warum ist er so klein? Sollte etwas größer sein. Und da ist auch schon die Sisi, jetzt sehe ich sie, sie war vorhin versteckt.
und hat sich die Kleine geschnappt und hat geschaut und hat gemeint, das muss gemacht werden. Und ja, er hat sein Stanley-Messer geholt. Ich habe ihm kein Stanley-Messer gegeben, weil ich eben Angst hatte. Er hat gesagt, ich habe keinen. Er ist gelaufen, hat sein Stanley-Messer geholt, hat ihm den Schnabel da korrigiert mit dem Stanley-Messer. Und ich bin eigentlich weggegangen. Ich hätte brüllen können und weinen können vor Angst und Panik. Denn ich liebe meine Küken und ich hatte wirklich Angst. Er hat es gemacht und dann hat gesagt, wird es wieder gesund? Dann hat er gesagt, er macht mir keine großen Hoffnungen. Aber er hofft. Dann ist ja noch was passiert. Tja, was ist passiert? Ich muss ein bisschen ausholen. Als im November, Ende November 2020 mein Vater gestorben ist, waren wir bei der Beerdigung und da haben wir uns höchstwahrscheinlich alle mit der ursprünglichen Corona infiziert. Das war vor über ein Jahr. Ich habe mich damals nicht testen lassen, mein Mann auch nicht. Aber als wir zurückgekommen sind von der Beerdigung, die Beerdigung war am Sonntag, wir waren am Samstag zusammen, Sonntag, Montag und Dienstag sind wir weggefahren. Und Dienstag sind wir weggefahren, am Abend waren wir da, wir waren müde, haben uns hingelegt. Und wir waren aber am Mittwoch recht schlapp. Wir haben das aber der Reise zugeteilt. Also sprich, es war eine lange Reise, eine anstrengende Reise, es war kalt, es war die Beerdigung, Stress. Und ja, zwei Wochen später hat mir mein Bruder und meine Schwägerin erklärt, sie hätten ärgste Corona-Symptome gehabt und die hatten auch Corona. Sind über eine Woche gelegen. Meine Cousine, die ist ins Spital gekommen, ist im Koma gelegen für 7, 8 Wochen, keine Ahnung mehr, ich weiß nicht mehr genau, aber die war urlange im Koma. Solchen schweren Verlauf hatte sie. Ihr Mann, der hatte zwar Corona, aber überhaupt keine Symptome. Meine Mutter ist circa 10 Tage gelegen, hatte wirklich auch sehr, sehr schwere Wirkung, also Corona-Nebenwirkungen, also Corona-Symptome und schlecht Luft gekriegt und ist nicht gut gegangen, überhaupt nicht. Mein Mann und ich, wir waren nur einen Tag müde. Wir haben das der Reise zugeschrieben. Wir haben gesagt, das ist von der Reise, von dem Stress und deswegen. Vorige Woche kam mein Mann am Abend nach Hause und ja, er hat sich ja testen lassen, weil er braucht ja einen Testnachweis für Sonntag zum Zurückfahren. Hat er sich testen lassen und ja, er hat ja den Bescheid nicht sofort gekriegt, sondern erst Stunden später. Und der Mann ist ein Pendler. Was war? Er ist positiv. Was machen? Heute ist Dienstag. Ja, heute ist Dienstag. Bis jetzt keine Symptome, kein gar nichts. Also mein Mann war ein bisschen panisch, er hat sich schon ein bisschen erschreckt, habe ich gesagt, Schatz, bitte, lass es auf dich zukommen, du wirst sehen, was passiert. Mach keine Panik. Ja, er sagt, er war zwar ruhig, aber sein Gesichtsausdruck hat Bände gesprochen. Ich muss immer wieder an meine Küken schauen. Und ja, seitdem sind doch 5 Tage vergangen. Symptomlos, keine Müdigkeit, nicht einmal die Nase rinnt. Und ich denke, wenn man einmal was gehabt hat, ist alles okay. Es gibt ja einen Politiker, der hat gesagt, nur weil er getupft ist, dreifach, hat er einen milden Verlauf gehabt. Mag schon sein, wir sind überhaupt nicht getupft und hatten keinen Verlauf. Wir hatten gar nichts gespürt. Er hat schon Angst gehabt. Ich habe gesagt, Schatz, ich bin so viel in der frischen Luft. Ich bin so viel draußen. Ich bin mit den Tieren in Kontakt. Ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt. Wir haben so ein gutes Immunsystem. Wir ernähren uns ja nicht unbedingt gesund, weil wir essen Süßigkeiten, trinken viel Kaffee oder trinken viel Tee mit Honig und lauter so Sachen. Aber wir sind so damit umgegangen. Und wir haben... Ihr könnt mich ja sehen. Schaue ich schlecht aus? Eigentlich nicht.
Und mir geht's auch gut. Das Einzige, was mich gestern betrübt hat, dass so schier, so kalt war. Meine Küken mussten im Haus bleiben, waren nur kurz draußen. Aber ansonsten, wir haben gar nichts. Natürlich rinnt mir die Nase, weil es kalt ist. Und wir hatten etwas Bodenfrost in der Früh. Aber das war nicht der Rede wert. So gehen wir mit gewissen Sachen um. Und jeder muss für sich entscheiden, was er macht, wie er damit umgeht. Wenn man sich natürlich fertig macht, kann ich mir schon vorstellen, dass durch das selber fertig machen, dass alles schlimmer wird. Aber jetzt zeige ich euch meine Küken. Genug von mir und von der blöden Corona. Jeder soll es so machen, wie er glaubt. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker und nichts. Aber mich in irgendwas reinzumanövrieren und an das Schlimmste zu denken, wird es auch nicht besser. Deswegen, das ist meine Art, mit dem umzugehen. Und genug von dem, ich zeige euch meine Küken. Och, da kommt die Sissi. Kommt auch schon angelaufen. Ja, was denn? Ja, wo warst du denn, meine Süße? Ist euch denn kalt, meine Hübschen, ha? Und du hast meinen Blumentopf gefunden. Und guckt mal, was da oben sitzt. Mittlerweile hat sie kein Interesse mehr. Sie weiß, dass sie da keine Chance hat. Die sind doch mehr. Und da ist mein Mini. Dem geht es aber wirklich viel, viel besser. Außer, dass es etwas frisch ist. Und da, ja, aber ansonsten, auch die Sissi ist da. Zeige ich euch aus der Nähe. Ja, da ist die süße Sissi. Die Blanca. Cleo. Dann Glöckchen. Das ist Twitty, die dort bei der Wand ist. Die da. Bei der Ringerinne ist Amanda, Sissi und ja, die sind alle, sind das alle? Und ja, ich habe da wie verrückt gewühlt für meine Küken. Und ich mag es nochmal, dann werdet ihr sehen, wie sie mir nachlaufen und wie sie da, ja, sie sehen nur den Spaten, den kleinen Spaten und schon laufen sie her. Ja, wollt ihr keine Regenwürmer? Mini? Ui, Mini, guck mal. Da ist ein Regenwurm, da ist auch noch einer. Na, kommt her. Mini, komm. Mini, komm. Komm, Mini, putz, putz. Na, Mini. Ja, komm her, mein Hübsches. Ja, komm her. Ja, komm her, mein Kleines. Ja, komm. Ja, komm da. Ui. Ja. Es kommt wirklich viel, viel besser zurecht. Da passen die Regenwürmer. Was tut man nicht alles für seine Küken? Ja, du wartest immer, dass du in meiner Hand was kriegst. Meine Babys, die zwei Gurken wärmen sich auf. Mini ist noch unterwegs. Mit Twitty? Wahrscheinlich. Da muss ich ja immer Flügel spannen, damit ich sehe, ob das Twitty oder Amanda ist. Der Rest ist da vorne. Und da. Und jetzt die Katze, die ist. Ist das nicht ein schöner Anblick? Und heute ist richtig schön. Nach dem gestrigen schieren Tag ist es heute richtig schön. Zwei sind ausgebüxt, aber ich weiß, wo die sind.
Und Mini kommt jetzt viel, viel besser mit seinem kleinen Schnabel. Ja, herrlich. Ich muss mal nach den anderen zwei schauen, die was ausgebüxt sind. Ausgebüxt. Die sind um die Ecke. Ah, sind drei. Die was. Ich hoffe, dass man die erkennen kann. Geh ein bisschen runter. Na, kommt her, meine Süßen. Die kleine Rasselbande ist hier. Also Mini badet auch fleißig und ja, die freut sich. Ich bin so froh, dass ich die retten konnte. Jedes Leben ist wert zu retten. Und da ist gleich die Sissi. Ja. Ja, Feder muss man pflegen. Mini genießt die Wärme hier. Also für mich sind die Küken im Frühjahr im Vorgarten vom Vorteil, denn die räumen auf. Die essen die kleinen Nacktschnecken, die haben viele Nacktschnecken gekriegt. Regenwürmer haben sie auch gekriegt. Und sie schauen ein bisschen, sie machen ein bisschen sauber. Die sind so süß. Es frischt wieder ein Wind auf, bewölkt. Naja, ich lasse sie noch ein bisschen raus und wenn sie sich dann bei der Tür drängen, dann lasse ich sie wieder rein. Aber so lange bleiben sie draußen. Also es ist schon echt stürmisch. Ich traue mich die Küken nicht mehr rauslassen. Die Hühner sind alle im Hühnerstall, haben sich verkrochen, denn es ist doch sehr stürmisch. Der Wind hat mir auch das ganze Heu dort ein bisschen durcheinander geschmissen, was ich weggeräumt habe von der Garage, von den Gänsen. Und die Gänse, die sind nur mehr hier und die gehen auch nicht nach hinten. Und hier auf der Terrasse ist sonnig, Windschatten und da kann man sich schon mal putzen und in der Sonne sitzen. Da sieht man auch die Rosenbüsche, wie sie richtig im Wind sich ordentlich biegen. Uhr, die Hühner sind schon lange draußen und jetzt habe ich die Rasselbande rausgelassen. Das ist Mini. Das hier ist Mini. Entwickelt sich aber sehr gut. Kann wirklich viel besser essen. Die Schönheits-OP vom Nachbarn hat, glaube ich, geholfen. Und das ist glücklich. Das ist Amanda. Glaube ich. Ne, das ist Tweety. Das ist Tweety. Dort ist Amanda. Das ist ein Gogel, ein richtig böser. Und da ist die restliche Bande. Ist vorbeigelaufen, Sissi und noch ein Gogel. Und da auch noch welche. Aber es ist Mittwoch. Mein Mann und ich, wir spüren weiterhin nichts. Keine Symptome und nichts. Und bleibt dran. Ich erzähle euch dann weiter, wie es gelaufen ist mit uns. Ganze Rasselbande. Niki. Hallo.
Da ist eine Katze, die schreit fürchterlich. So, jetzt kann man die Katze sehen. Die hat gerade eben geschrien. Sie ruft nach einem Partner, Partnerin. Und ja, so ist das Leben. Und meine Gänse haben sich mittlerweile so halbwegs damit abgefunden. Gehst du da weg? Geht ihr da weg vom Zaun? Ihr habt doch genug Platz. Ihr habt genug Platz zum Grasen. Und die wollen nicht rein. Mir rinnt aber schon die Nase, weil mir kalt ist. Das heißt, ich werde sie ein bisschen eintreiben, dass sie sich aufwärmen und ich mich auch ein bisschen aufwärmen kann. Denn es ist doch sehr früh. Seht ihr die? Und in diesem Sinne sage ich euch noch danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, nicht vergessen, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Unten abonnieren, ich weg. Ist es da unten oder? Da unten ist es. Abonnieren, nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Danke fürs Zuschauen. Auch meine Gänse halten ein Mittagsschläfchen. Okay, Ganta ist gerade aufgestanden. Aber die Mädels, die liegen und ruhen sich aus. Blanka, die putzt sich einen Schnabel an meiner Jogginghose. Ja, Süße, was machst du hier? Nicht mich ankacken, geh runter. Geh runter, Kleines. Ja, runter, 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 runter. Ja, noch ein bisschen. Na super, jetzt habe ich zwei auf meinem Fuß. Jetzt kommt was anderes. Jetzt kommt ein Goggle. Wenn es ein Goggle ist, wird es Sunny heißen. Ja, du bist ja ein so zutraulich. Du bist nicht wie die anderen. Ja, das magst du gar nicht, wenn ich dich da oben streichle. Das magst du gar nicht, wenn ich dich da oben streichle. Ja. Das hat sogar grüne Augen, so wie ich. Ja. Mal gucken, wie viel du gegessen hast. Dein Grupf ist aber nicht voll. Geh runter essen. Ich glaube, das spricht für sich. Ist nicht mein Handy von irgendeinem Nachbar hier. Die war die ganze Nacht draußen und jetzt liegt sie hier und pennt. Und sie wird sich nicht einmal stören von mir. Ja, Bauchikrollen geht immer. Bauch weh. Bist satt.